Es gibt sogar Applaus. Die ersten zwei Minuten sind Fotografen da. Pep Guardiolas Rückkehr nach Barcelona. Riesengroßes Medienaufkommen. Ganz Katalonien will seinen verlorenen Sohn sehen. Es ist wunderschön, hier zurückzukommen. Viele Erinnerungen. Natürlich ist es speziell für mich. 30 Jahre von meinem Leben habe ich hier gelebt. Aber ich bin Trainer von Bayern München. Ich bin hier für ein Fußball spielt. Doch in diesem Duell geht es um weit mehr als ums Gewinnen oder Verlieren. Es ist eine Begegnung mit der Vergangenheit, und zwar nicht nur der als erfolgreicher Trainer. Er, Guardiola, war vorher schon Nachwuchsspieler in der weltbekannten Jugendschmiede La Masia, war Balljunge im Camp Nou, war Profi beim großen FC Barcelona. Klar, dass er viele bekannte Gesichter sieht. Die Rückkehr, Emotionen pur. Guardiolas Vater Valenti, bekennender Barca-Fan, verzichtet auf einen Stadionbesuch. Er ist zu nervös. Und auch sein Gegenüber, Barca-Coach Luis Enrique, kennt Guardiola genau. Pep weiß nicht, was wir tun werden, auch wenn er mich als Trainer kennt. Als er bei Barca war, habe ich die zweite Mannschaft trainiert. Sie wurden als Spieler zusammen zweimal spanischer Meister und Pokalsieger, drückten die Schulbank der Trainerausbildung gemeinsam, sind befreundet. Wir haben aus Spaß gesagt, wir sehen uns im Finale, aber das ist leider nicht möglich. Denn es gibt kein Pep und Barcelona mehr, nur noch ein Oder. Das Verhältnis zum aktuellen Vorstand ist abgekühlt, denn beim FC Barcelona geht es immer auch um Politik. Ex-Präsident Rosell und seine Gefolgschaft galten von Anfang an nicht als Freunde des Fußballästheten Guardiola. Bezeichnend, dass dieser beim Champions-League-Spiel zwischen Barca und Man City auf Freikarten des Präsidiums verzichtete und sich lieber zwischen die Fans setzte. Natürlich, Barcelona ist ein wichtiger Teil von meinem Leben. Barcelona war alles, aber ich bin hier, um zu gewinnen. Auch wenn die spanische Presse urteilt, dass Guardiola nicht mehr der ist, der er bei Barca war, dass er viel nervöser ist. Seine Rückkehr ins Camp Nou elektrisiert Spanien. Doch für den Kosmopoliten unter den Fußballtrainern ist auch klar, dass er hier in erster Linie eins der wichtigsten Spiele seiner Trainerlaufbahn gewinnen will. Und vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Tor gegen den FC Barcelona jubeln wird. Mein Freund, mein Respekt vor Barcelona, es kennt nicht von meiner Jubel und wie meine Jubel ab. Natürlich, wenn wir eine Torschieße machen, ich bin sehr, sehr zufrieden. So, keine Zweifel, ich will gewinnen. Ich will gewinnen.